Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warcraft Classic im Tempel unterwegs. Ja, wie die letzte Folge letztendlich auch. Habe ich markiert? Nein, natürlich nicht. Hier, ihn bitte zuerst. Erst die mit Totenhof, bitte. Markier die nicht umsonst. So, ihn hier. Von dem anderen misst auch den die Akku jeweils. So. Ingo. So, der ist hin. Ah, nochmal eins drauf. Da kann ich looten. Genau, Steine waren unten. So, wir müssen jetzt hier entlang. Rüstungsreisen. Also wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Abgesehen davon, dass die tatsächlich sehr, sehr schnell umfallen. Wo ist Torne? Da hinten springt er rum. Da ich aber praktisch nicht gehalten werde, weil auch Dauerstun die Gegner und so weiter sind, kriegt er auch keine Akku, Gott sei Dank. Das... Ah, okay, das nervt brutal. Nächster. Zolo. Hallo, Zolo. Größe und Angriffskraft erhöht. Oh, nett. Ah, die, okay, sehr schön. Die machen Totems mit. Sehr schön. So, nächster. Ich hoffe... Naja, zwei Folgen wird, glaube ich, knapp werden. Wir dürften mit zwei... Naja, ob die dritte Folge so lang wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wir kommen eigentlich wirklich sehr, sehr gut durch, muss man sagen. Ich glaube, wir brauchen... Naja, drei Folgen werden es, glaube ich. Zwei Folgen werden ein bisschen zu knapp, aber wir kommen wirklich verdammt gut durch, muss man sagen. So, ich würde gerne Demolition so tatsächlich eigentlich casten, aber das Problem ist, ich habe die Akku nicht so lange. Jetzt hat er sich die Akku auch von allem geholt. Also da war jetzt ein bisschen voreilig gerade. So schnell bin ich dann auch nicht, vor allem wenn ich keinen Blut auszünde. Oder zumindest nicht den Gegner anvisiert kriege. Jetzt wollen das wissen auf jeden Fall. Sind wir schon durch? Ne, wir sind noch nicht durch. Guck mal, da unten geht's aber noch lang. Da ist wieder einer. Gerade 700 DBS kurz. Alter Verwalter, was treibt der Typ? Wie soll man da die Akku halten? Wieso macht das 700? Heiliger Zorn plus Essenz des Akku... Irgendwas. Alter Verwalter, seit wann macht ein Paladin zu dermaßen krass Damage? Ah, okay. Aber er zündet auch alles. Also, was geht? So, wen haben wir noch? Loro. Dreimal Rüstungszerreißen habe ich die Akku aber. Ich hau irgendwie langsamer zu, kann das sein? Okay, war's das? Ne, einer noch. Mian fehlt noch. Okay, dann sind wir durch. Dann soll unten das Tor aufgehen. Dann kann man den umhauen. Den Jamal, der Prophet war das, glaube ich. Ist das richtig? Hier hoch, übrigens. Falsch rum. Vor allem, wir machen die ganze Zeit das Gleiche, meine Freunde. Kommen sie? Komme. Ah, ich habe trotzdem... Oh.
Gerade ich bin extra vorgerannt, dass ich mal kurz die Akku habe, aber keine Chance von mir. Natürlich. Ah, schön nochmal pariert. Schweine. Bin irgendwie mit dem Hutaufbau langsamer als das letzte Mal tatsächlich. Ich weiß nicht wieso. Kommt mir zumindest so vor. Oder wir sind einfach viel, viel schneller. Kann natürlich auch sein. Mal so ein bisschen Slowbee-mäßig hier unterwegs gewesen. So, brauchen die was zu trinken? Ja, eher. Ich brauche noch 10 Sekunden. Ach komm. Soll er trinken. Hallo. Hallo. Hi. Danke. Meiner. Also es wird tatsächlich sogar gestuntet und Heilungen auch brauchen allen und also die Gruppe ist top, die wir hier haben. Ich habe auch große Hoffnung, dass wir den Endboss ohne Probleme schaffen. Wir haben sogar einen zweiten Krieger dabei für den zweiten Spot tatsächlich. Und solange der Heiler seine Quests erledigt, ist sowieso alles immer schick. Bitte. Ah. Komm her hier. So, da ist der letzte. Kommen wir hier eigentlich vorbei? Ja, oder? Eigentlich können wir die stehen lassen. Es sollten alle vorbeikommen. Das sieht gut aus. Keine Ads hinten dran stehen. Perfekt. So, Mian. Sogar das Totem wird weggemacht. Das ist ja ein, der ist ja ein Traum. So. Das sollte es gewesen. Ah ne, einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Zulor fehlt noch. Fehlt noch einer. Ich glaube, das ist tatsächlich. Den haben wir am Anfang ausgelassen, oder? Wir sind eigentlich einmal außen rum, glaube ich. Ernsthaft? Ja, jetzt musst du aber Bubble wirklich anschmeißen. Alter Verwalter. Was macht der Typ? Ich meine, wenn er tanken will, soll er tanken. Hatte noch schön mit der Herausforderung, wo alles gleich gut, dass ich das Ding habe. So, er ist weg. Ich habe ein bisschen Sorgen um meine Akku tatsächlich. So, war's das? Das war's. So. Haben wir den jetzt vergessen? Nee, haben wir nicht. Oh, wir haben nicht mal vergessen. Hier steht noch eine Gruppe. Das heißt, wir müssen jetzt hier wieder runter und dann haben wir den einen noch. Ach, guck mal, hier stehen noch zwei. Aber die kann man jetzt stehen lassen. Da, 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 da. Angriff. Na toll. Danke. Ja, erst gestunt, ich wollte gerade sagen, ich habe gespottet und krieg die Akku nicht. So, nächster. Oh, die können ruhig Grundstoff droppen, aber die sind vom Level her zu niedrig, oder? Was haben die für Level? 49, ja. Ab Level 50 droppt Grundstoff. Ein Level, was fehlt. So, Tornisch hat noch ein bisschen Mana. Das sollte reichen. Können jetzt nicht so viel. Lalalala. Verfehlt. Läuft. Ausgewichen. Gibt's ja nicht. Ach, das ist das. Nee, das ist nicht der Krieger. Der mit dem Schild.
Hat mir das letzte Mal ja solche Probleme gemacht. Das ist der aber nicht. So, 4-mal Rüstungsreisen. Blutungsweg drauf. Rache, wurde nicht einmal ausgelöst, außer jetzt gerade eben. Der Schild ist unten. Erhebt euch, Atalay. Erhebt euch. Ach, guck mal. Ah, nee, das sah gerade aus, wie wenn ein Buch da oben brennt. Das ist aber eine Feuerschale. Haben wir das gerade gesehen? Das sah aus, wie wenn hier oben ein Buch liegt und brennt auf dem Ding. Ah ja, erstmal hier hinten. Die eine Gruppe müssen wir auf jeden Fall noch machen, weil hier kommen dann eh die Bosse. So, ich warte mal kurz auf Tornisch. Der lädt sich einmal kurz auf. Komm, ich hau mal kurz mal Buffwood rein. Wir bräuchten es nicht wirklich, aber ich hab's. Wieso soll ich es dann nicht verwenden? Ah, ich habe noch 2 kleine Heiltränke, aber die bringen tatsächlich nicht. 500 Leben ist jetzt mittlerweile nicht wirklich viel. So, ist er voll? So halbwegs. Das sollte auf jeden Fall reichen. Okay. Okay. Oh. Hallo? Ja, weil ich wieder looten kann, kriege ich nicht anvisiert. Wunderbar. Auch nicht beide. Macht's halt echt nicht leicht. Entscheidet euch bitte für irgendeinen und haut auf den einen drauf. Okay, da habe ich sie. Da auch. So. Oh, dann kann ich nicht mal looten, weil ich die Loot abgewählt habe. Halt, das ist falsch. Nicht da. Nee, nee, das ist falsch. Das ist der andere Teil von Hakka. Wir müssen irgendwo da drüben, glaube ich, war das, oder? Wo geht's denn da lang? Da waren wir schon. Ich glaube, das ist richtig. Ich glaube, hier. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Das ist richtig? Das sieht richtig aus. Ja, das sieht richtig aus. Ich habe Post. Auktionshaus. Oh, bitte. Ein bisschen was verkauft, hoffe ich. 89 Gold momentan. Minus die 30 Gold, die ich für den Hammer geblecht habe. Ah, tatsächlich. Ich ziehe die zurück. Wegen 4. Ja, weg davon. Das letzte Mal sind wir hier gewiped. Ich ziehe die diesmal ein bisschen weiter nach hinten. So. Genau deswegen ziehe ich die hier raus. So, ich muss mal gucken. Da habe ich sie. Da habe ich sie. Da habe ich sie. Da habe ich sie. Hä? Da geblieben. Ist einer weggerannt? Nö. Ah, guck mal hier. Oh, nicht wegrennen. Ganz ehrlich, jetzt darfst du behalten. Avento ist selber schuld. Na, ganz ehrlich. Ich kann nämlich nicht um alles kümmern. Ich renne da nicht hinterher und hole mir dann die Akku. Wenn sie mir kurz Zeit geben, habe ich die Akku. Auch nicht lange Zeit. Oh, Platte. Ich glaube, ich habe definitiv bessere. Boah. Boah, 46 Angriffskraft. Die Hosen sind cool. Die Hosen sind echt nicht schlecht. Lalalalalala. Es ist auf jeden Fall gut, die bis hier hinten hinzuziehen, weil man hat es ja gesehen das letzte Mal. So, es wird aber gut durchgestunt. Wenn die natürlich im Dauerstunt sind, können sie auch nicht vieren. Mal ganz abgesehen davon. Das gibt's nicht. Das ist echt krass, was die für Akku aufbauen. Ich muss mal so langsam was überlegen, tatsächlich, dass ich ein bisschen mehr Wut generieren kann. Also ich bräuchte
Prinzipiell bräuchte ich eine neue, bessere Tankwaffe tatsächlich. Meine Waffe ist nicht mehr die allerbeste. Todes irgendwas, das sind die, die vieren. Dieses Todeswandler der Atal-Hari, sind die, die vieren können. Einmal ums Eck. Einmal das. Einmal. Zweimal. So, jetzt sollte es aber ja wohl machbar sein. So, Geist geht, glaube ich, tatsächlich nie auf den Tank. Ich hatte zumindest noch keinen Geist, glaube ich, bis jetzt auf mir kleben. Oder ich habe es ignoriert. Eins von beiden. So, next. Ja. Zumindest nicht auf mir. So, die nächsten. Lauf! Einmal ums Eck. So, gib mir kurz. Kurz Zeit. Blödes Bräuter hat tatsächlich viel mehr Zeit. Hat er doch eine er muss ja einen AE-Effekt haben letztendlich. Okay, der eine geht Leichen fressen. Alle Leichen fressen. Aber das ist das Beste, weil das sind sie leichtes Futter tatsächlich. Weil sie stellen nicht wirklich Energie wieder her, zumindest nicht merklich viel. Können aber dementsprechend umgehauen werden. Vorausgesetzt, der Geist ist nicht da, weil der Geist macht tatsächlich ordentlich Schaden. Oh, tatsächlich eine neue Waffe. Um ein bisschen mehr Akku aufzubauen. So, hohe Priesterin. The next one. Lalalalalala. Kannst du auch nach dem Pulli rein zum Ziehen. Oh ja, das machen wir gleich mal. So, zweimal Rache. Da habe ich sie. Da nicht. Da habe ich sie. Na, ich kann... Ich muss zweimal Rüstungszerreißen muss ich aufbauen, tatsächlich, um die Akku zu haben. Das kriege ich nicht hin. So viel Wut kann ich gar nicht generieren. Selbst wenn mich alle Gegner schlagen. Geht nicht. Beim besten Willen nicht. So, okay. Die haben hier... das sind alles 3-4er. Lalala. Es ist Gott sei Dank völlig egal, ob ich treffe mit meinem Gewehr oder nicht. Aber ich bin mittlerweile bei 196 tatsächlich sogar. Mit meinem Gewehrchen. Wenn er mich nicht kurz antanken lässt, seid jede die Akku, nur ich nicht. Keine Chance. Ich habe jetzt Blutrausch extra mal weggelassen. Gut, stört aber nicht wirklich. Aber ich kann die Akku so echt nicht halten. Oh, und ich habe wieder vom Geist zumindest nichts. Sehr schön. War da noch eine Priesterin? Todes irgendwas. Last Group. Sind eh, glaube ich, alles Nahkämpfe, oder? Ja. So, diesmal. Nein! Ich hätte... fast hätte ich sie gehabt. Von allen. Die ganze Zeit. Aber nein, leider nicht. Einmal ganz kurz. Muss ich doch spotten. Schade. Oh, auch von ihm jetzt habe ich sie. Ja. Tatsächlich. Vom Tank wollen die Geister nie was. Das ist sehr schön. So, erstmal den kurzen auf jeden Fall und dann Jamal. Übernommene, wobei soweit wird es eh gar nicht kommen, glaube ich.
Das hat selbst die letzte Gruppe, ist es nicht so weit gekommen. Übernommen, die nicht umhauen, sondern nur betäuben. Oh, ich schreib's mal nicht. Es sollte klappen. Und dann sind wir tatsächlich fast durch. Ich würde, lass die Folge weiterlaufen. Dann sind wir ungefähr wieder bei 30, 40 Minuten, glaube ich. Und dann sind wir fast durch tatsächlich. Das sollten wir hinkriegen. Hör mal, ein Break. Kommen noch die zwei Drachen und der Endboss und noch ein Trash-Drop zwischendrin. Es reicht. Wir machen den Boss, danach beende ich die Folge und dann kriege ich nochmal eine kleine Folge vielleicht zumindest zusammen. Buffs und Mana. Einmal durchbuffen, bitte. Ich habe Gott sei Dank nichts zum Buffen, das ist das Schöne am Krieger. So, alle durch. Sehr schön. Der Seelenschänder kommt. Komm zu uns. So, Schildschlag. Ah, cool, mit dem Strahl bearbeitet. Ah, okay, heilt sich hoch. Ja. Stoff. Eikolben. Platte. Stärke, Ausdauer. Oh, die Schuhe nehme ich. Die Schuhe nehme ich, die sind besser als meine. So, die sollte ich kriegen. Ich nehme aber nicht an, dass hier irgendeiner auch Bedarf drauf hat, oder? Vielleicht zumindest bessere Schuhe nämlich gekriegt. Das wäre schon mal sehr schön. Nice, danke. Danke euch. Das war's, oder? Nö. Noch lange nicht. Ich würde sagen, wir machen an der Folge Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut.